Und damit herzlich willkommen in Fort Pinta zu Star Stable Online. Ich gehe mal hier aus den Menschengruppen raus. Und ich erinnere mich, in der letzten Folge nochmal ins Questlog gefunden, geschaut zu haben und ganz erschrocken war, was hier so abgeht. Es ist ja nicht so schön. Mach beim Ponylauf mit. Das würde ich tatsächlich gerne machen. Aber dafür müsste ich jetzt wieder... Ja, komm, du hol mal das Pony. Das ist zwar ein bisschen lahmarschig, aber sonst ist es eigentlich ganz schnuffelig. Und da kann ich dann mal, hier, du weißt schon, beim Ponyrennlaufgedöns mitmachen und die Strecke einweihen und pipapo. Und ich hoffe, das geht diesmal gut und alle sind happy und, du weißt schon. Warum spielst du immer so laut bei mir? Warum? So, kann ich ja nicht einfach, kann ich jetzt nicht einfach da so rüberklettern? Nee, geht nicht. Schade. So, was ich jetzt sehe, ist nichts. Und noch weniger als nichts. So, drauf auf das dicke Ding hier, komm. Und dann schauen wir mal, dass wir hier raus und dann... Warte mal, jetzt kann ich... Jetzt gebe ich die Kohle auch mal aus und benutze den Anhänger. Kein Bock da irgendwie... Jetzt Stunden irgendwie, weiß schon. Block. Yep. Und von da aus reiten wir dann los zur Ponystrecke. So. Voll überladen, der Anhänger. Und voll gruselig wieder. Wie komme ich nochmal da hin? Hier konnte man jetzt abkürzen, ne? Habe ich es, Weiß ich nicht, ich probiere es mal aus. Huch, mit dem kleinen, dicken Ding hier müsste man ja hier problemlos rumkommen. Ah, kann man hier mal... Oh, kann man doch nicht schneller. Der baut noch solche Ecken hier rein. Ist ja ekelhaft. So. Pferde, die Treppen steigen, haben wir alle schon gesehen. Ah, komm. Nächstes Stüfchen. Langsam. Langsam, Thunder Warrior. Langsam. Langsam, nicht so hastig, sonst kostet es wieder. So, schön. Was ist jetzt los? Okay. Meine Weidickela steht. Du. Okay, war doch gleich mal hier Urlaubsfeeling. Wäre ich am liebsten mal da geblieben. Jetzt kommen die kalten Tage, da wird's echt, da sollte ich mir das doch mal reinziehen hier. Sollte ich einfach da bleiben. Mir egal, was die anderen sagen. Bei mir ist schön. So. Ich reite schon richtig, ne? Das war aber ein ganzes Stück und da... Naja, du siehst ja hier, ne? Ist, wow. We have a Turbo. Das wird bestimmt total lustig, damit ein Rennen zu machen. Aber naja, gut. Wir dürfen noch nicht vergessen, wir haben keinerlei Ausrüstung für unseren Thunder Warrior. Weil ich so geizig bin. Weil ich so geizig bin. So. Da hinten müsste doch gleich aufploppen in der Ferne. Irgendwann dann. Die wollen alle dahin. Gibt's da was umsonst? Latza! Rosti will auch mit der sprechen. Polly, Polly! Ja. Nun, da Barbara jetzt soweit ist, alle Hindernisse sind aufgestellt. Und jetzt muss die neue Strecke nur noch geritten werden. Natürlich darfst du die Strecke nur mit einem Pony geritten werden. Versteht sich von selbst. Ja, dann sieh mal, worauf ich sitze. Oh wow, das wird toll. Das wird, Ey, die Musik macht voll die Laune in Star Stable manchmal. Kleine fette Ponys, 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 laufen im Kreis,
laufen im Kreis. Das ist doch der größte Scheiß. Der größte, größte Scheiß. Dip, dip, oh, wir bauen sowas. Das sind keine Hindernisse, das sind wieder so Presswerke für kleine fette Ponys. Ah, ist gar nicht besser. Aua, geh weg. Wow, ich hab das Gefühl, mein Pferd wird immer langsamer. Hallo. Ach, guck mal, jetzt kommen wir... Ah, wie geil. Jetzt kommen wir von der anderen Richtung bei dem Kreuz hier, wo wir eben rumgegangen sind. Das ist witzig. Boah. Habe ich aber die Notbremse gezogen, ey, bei der Kurve. Hallo? Dass das kleine Pferd von ihm mal loskommt, das dauert ein bisschen. Entschuldigung, da ist die Maus, die kommt bei Star Trek immer aus dem Bildschirm raus. Wenn ich dann klicke, dann wird das Fenster minimiert, weil ich mit zwei Monitoren arbeite. Hey, immerhin habe ich unter den Freunden gewonnen. 2 Minuten für das Ding, ey. Boah. Gib her die Kohle. Komm. Gut geritten, Barbara. Du bist ein wahrer Superreiter. Naja. Reiten, wann du willst. Nein. Oder? Ich meine, das bringt uns ja XP. Nochmal eine Runde. Nee, ist doof. Thunderbolt interessiert uns ja noch nicht. Also, natürlich haben wir ganz doll lieb. Aber, Silverglade Village... Silverglade Village, ach, das ist da oben dieses neue Gedings, ne? Wir sollten aber mal bei den alten bleiben. Und ich sehe, wie man einen Kuchen in einen Besen verwandelt. Ich hab's doch gewusst! Die Frau ist eine Hexe! Die Frau ist eine Hexe, ich hab's gewusst! Ich hab's euch alle 100 Mal gesagt! Die Quest mache ich! Jetzt will ich's wissen! Ich hab's euch gesagt, das ist eine alte Hexe, der kann man nicht vertrauen! Jetzt geht's los. Pass auf, was sie uns jetzt erzählt. Aber ganz ehrlich, ich geh mal von dem dicken Pferd hier runter. Und hole mir unseren schlanken Ranken. Kranken wieder. Und, ich stelle das Pony auch mal dahin, wo es hingehört, damit das hier nicht ewig so abhängt, wenn ich da am Eingang reinkomme. Ja, jetzt kommen hier da seine Ecke, die dunkelste Ecke überhaupt. Zum Glück ist eine Lanke drüber. Ich hoffe, die Birne hält. So. Und Level 6 müssen wir auch noch machen, dann soll ich springen können. Das ist mittlerweile bei Star Slave so extrem... Was ist denn? Dafür bezahle ich dich, du blöde Schlampe! Was? Entschuldigung. 7 Starcoins pro Tag und die liest die Harry Potter Bücher. Ich glaube, ich spinne. So. Entschuldigung. Ach, zur alten Hexe. Boah. Mal ganz kurz mal, Hä? Haben wir doch gemacht. Hä? Warum taucht das nicht unter Rennen auf? Ich hab keine Ahnung. So. Quietsch! So, mal, jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Erzähl mal. Hä? Was stimmt mit dir nicht? Hallo Barbara. Warum ich so sauer dreinschaue? Nun ja, mein Geheimnis als Hexe ist aufgeflogen. Ja, du. Jemand hat meinen frisch gebackenen Kuchen gestohlen. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war sicher diese Tan oder ihre Freundin Loretta. Das kann natürlich sein. Oh, jetzt habe ich der alten Oma Unrecht getan. Egal, die nehmen ja auch immer einen Platz im Bus weg. Steht auf, junger Mann! Warum ich das glaube? Ja, vor ein paar Tagen war Tan hier und fragte mich, ob sie nicht ein Stück Kuchen haben könnte. Ich sagte, dass sie gerne ein Stück haben kann. Und ich habe sie gebeten, ob sie vorher nicht diese Post für mich abholen kann.
Ich bin doch auch nicht mehr die Schnellste. Deswegen dauert das Textlesen auch immer so lange bei mir. Heutzutage, meine ich, kannst du dir vorstellen, was sie da gemacht hat? Sie hat die Nase gerümpft und sagte, dass sie den ganzen Kuchen haben will und ich froh sein soll, wenn überhaupt jemand meinen furchtbaren Kuchen essen möchte. Da habe ich den Besen genommen und dieses freche Mädchen verjagt. Schneller als der Blitz war sie wieder beim Moorlandstall. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so verärgert gewesen. Und ich bin schon 96 Jahre alt. Und normalerweise werde ich nicht so schnell ärgerlich. Kannst du zu Ten reiten und fragen, ob sie meinen Kuchen gestohlen hat? Danke, Barbara. Das ist sehr lieb von dir. Wenn ich sie frage, kriege ich mich nur wieder auf. Und ich muss auf mein Herz achten. Und das möchte ich lieber vermeiden. Also, das Aufregen, jetzt nicht auf dem Herd achten. Guck, wie schön die alle da rüber springen können. Bis auf die eine, die war zu blöd. Entschuldigung. Ach nee. Aber die Ten, ganz ehrlich, die Ten, Loretta, klar, das ist eine blöde Kuh, aber die Ten, die war jetzt, wirkte jetzt nicht so gemein. Wenn ich ehrlich bin, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube eher, der Grund für die ganze Misere ist Loretta, die vielleicht Ten dazu gebracht hat. Ich glaube eher, so wird es gewesen sein. Quick! Achso, ich will hier mal bremsen, aber es passiert immer automatisch, weil ich die Charakter immer fast umrenne. Was mit dem Mann? Wie, Kuchen? Also ich habe sicher keinen Kuchen von der alten Oma gestohlen. Niemand mag ihren Kuchen. Der ist so super eklig. Ich bin kein Dieb, Barbara. Ich schwöre. Da will mir jemand eins auswischen, sicher, Loretta. Warum ich das glaube? Das ist Loretta ist. Vor ein paar Tagen habe ich meine super coole Uhr, eine Apple Watch, bekommen, die ich bei J-Bay gekauft habe. Super cool, verstehst du, oder? Natürlich. Oh, jetzt habe ich da einen Text übersprungen, Entschuldigung. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie so tief sinken würde und die Uhr vor mir stiehlt. Sie will es nicht mal zugeben. Echt mies. Und jetzt hat sie auch noch den Kuchen von Van Hulsford gestohlen, nur weil sie eifersüchtig auf mich ist. Ich sag's doch, die ist nämlich gar nicht so blöd. Auch wenn die bei diesem bekackten Club mit ist. Ich glaube, nee, die nicht so. Loretta würde ich Kuchen und Uhr zutrauen. Die hat wahrscheinlich den Kuchen gefressen, während sie die Uhr gelesen hat. Und ist jetzt fett und jammert jetzt rum. Ich bin so fett. Weißt du, so einer von den Mädels ist es. Du sprichst mit Loretta, sagst du? Echt, hab ich? Okay, viel Glück. Oder wie auch immer. Werd ich ausgelacht? Sag ihr, dass ich meine Uhr wieder haben will. Ansonsten sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Hier ist alles gut, ne? Gut. Gehen wir mal zu Loretta. Was machen die da? Ich finde manche hier so gruselig. Tens coole neue iWatch. Ja, Mama, morgen. Was denn? Was? Ten behauptet, ich sei ein Dieb? Ach, so eine Bitch. Ich habe natürlich nichts genommen. Was denkst denn du? Weder diese ekligen Kuchen, noch diese hässliche Uhr. Oh, ich hab viel besseren Shit, weißt du? Mann, jetzt sprich mit mir. Mama. Das ist wieder mal typisch. Ten verliert ihre hässliche Uhr und dann verdächtigt sie mich. Warum soll ich eine so billige, 400 Euro teure hässliche Uhr haben wollen, wenn ich so ein grauenvolles Teil tragen würde? Könnte ich mich ja nicht mehr nach draußen trauen. Also ich weiß echt nicht, was mit der wieder los ist. Im Ernst,
Es war schließlich Ten, die ein Stück von Frau Holdes Kuchen haben wollte. Sie findet die Kuchen nämlich urgut, aber sie traute sich nicht zu sagen. Aber weil sie nichts bekommen hat, sagt sie nun, dass er eklig sei. Kapierst du? Ten ist so irre. Jetzt kommt sie auf Fell, keinen Kuchen mehr von Frau Holzwood. Und ich glaube dir einfach keinen Schnitten von deinen blöden Schritten. Wer dann die Uhr gestohlen hat? Ja, also, ach, keine Ahnung. Du musst aber auf jeden Fall Jenna sagen, dass ich es nicht war. Im Ernst, Ten erzählt so allen, dass ich eine Diebin bin und das kann ich echt nicht gebrauchen, mein Fame hier. Alle kennen Jenna und wenn sie sagt, dass ich unschuldig bin, dann glauben die Leute ihr das auch. Sagst du es bitte, Barbara? Danke, Barbara. Will ich eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich will ich das nicht. Weil die Sache wird so laufen, wir waschen jetzt ihre Hände rein, am Ende war es sie aber doch. Und wir sind dann ihr Lackmeier. Das ist das Problem bei der ganzen Wurschtgeschichte jetzt hier. Das finde ich total scheiße jetzt. Ganz ehrlich. Und wer zum Teufel ist Jenna? Aber ich überlege gerade, wir machen mal ganz kurz noch ein Rennen. Weil wir ja eh auch mal das Pferd leveln müssen zwischendurch. Und das kann ich doch, wenn ich jetzt eh schon mal hier mit den beiden zu tun habe, kann ich da einfach mal losreiten. Hier zwischen den beiden, die wahrscheinlich gerade Fotos machen. Der fette Arsch von unserem Snowwalker ist da wahrscheinlich mit drauf. So. Ich glaube, das ist ein Zickenclub. Ich glaube nämlich, dieser Bobcat-Club ist ein reiner Zickenclub. Der bescheißende Schmied da. Da gehe ich nie wieder hin. Nie wieder. Ich glaube, wir werden nie Hufeisen von dem bekommen. Nie. Leveln des Pferdes ist ein bisschen langweilig, ne? Ich meine, ich kriege meine Runden. Die Strecke haben wir jetzt schon viermal geritten oder dreimal. Irgendwann ist, kennst du es auch mal. Aber ich glaube, man kann auch in der Gruppe ein Rennen machen, ne? Dann ist es wieder lustiger. So. Et voilà. Das war das. Einfach mal für... Achso, wir müssen da ja immer noch hin. Das vergesse ich immer. Finde ich bei Rennen irgendwie schwachsinnig. Könnte man sich sparen, echt. Gut gemacht, Barbara. So. Ein bisschen was fürs Pferd, ein bisschen was für mich. Hat der Schmied jetzt eine Aufgabe oder nicht? Ich geh mal gucken. Hier hat er die Ruhe weg. Ich fetz mal an der vorbei. So. Oh, der hat ja was für uns, aber das ist bestimmt wieder so ein Holzkack, oder? Nö. Guten Tag, Barbara. Ich habe im Moment keine Zeit, mit dir zu reden. Weißt du, ich habe Jenna versprochen, diese meisterlichen Blumenkästen für sie vor dem Sonnenuntergang fertig zu schmieden. Und ich bin bereits verspätet. Dieser Hammer hier ist wirklich nicht das richtige Werkzeug für Blumenkisten. Wenn diese Kiste die beste auf der Welt werden soll, dann darf es hier keine Kompromisse geben. Ich brauche meine kleinsten Hammer. Dann mach doch einfach den Hosenstall auf. Da kommt der kleinste Hammer raus. Entschuldigung. Warum ich verspätet bin? Barbara, wenn du meinen kleinsten Hammer für mich holen kannst, dann werde ich es dir erzählen. Ich hole ihn jetzt nicht da raus. Nee, lass mal. Danke, ich habe mir eine kleine Pause verdient. Also lass mich zuerst von diesen seltsamen Ereignissen erzählen. Oh nein, bitte nicht. Das ist an deiner Verspätung schuld ist. Es war heute Morgen, als ich mit der täglichen Schmiedearbeit anfangen wollte, da sah ich einen komischen Mann auf die Schmiede zu kommen. Er hatte eine Kapuze über dem Gesicht und dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Es war ein warmer Tag und die dicken Wolken lagen über den Himmel. Also kam mir das etwas seltsam vor. Jetzt die Wolken, oder was? Na gut. Er wirkte etwas verloren und fragte mich nach dem Weg nach Silverglade. Ich erklärte ihm, dass er nur den Weg den Hügel entlang folgen muss und dann bei der Kreuzung nach links. Er sah verwundert aus und er sagte, nicht verstanden hatte. Ein Schwermut überkam mich. So schlecht kann meine Beschreibung doch nicht gewesen sein. Berg hoch, links, nee, geht. Na gut, soll mal einer sagen, dass Konrad Marsen keinen ordentlichen Wegbeschreibungen liefern kann. Also habe ich beschlossen, ihm die beste
aller Wegbeschreibung zu geben. Ich habe ausführlich erklärt, wie er gehen muss. Ich habe auf das Schloss gezeigt, gleich dessen ganzen Geschichte erzählt, damit er diese wichtigen Gebäude nicht vergisst. Damit er wirklich versteht, worum es geht. Habe ich sicherheitshalber die ganze Geschichte Silvergates miterzählt. Angefangen bei John Jari. Das hatte mich den ganzen Vormittag gekostet. Als ich mich umdrehte, um zu fragen, ob er nach etwas wissen wollte, war er schon verschwunden. Ich nehme an, dass meine Wegbeschreibung so vollendet war, dass er keine weitere Erklärung nötig war. Na gut, meine Ehre war wiederhergestellt und der Mann war offensichtlich auch zufrieden, also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Also verstehst du, warum ich aus diesem guten Grund verspätet war? Ja, weil ich habe die Geschichte jetzt auch nochmal gehört. Nun habe ich sie lang genug pausiert, Barbara. Hast du meinen kleinsten Hammer geholt? Er liegt dort hinten, neben der Schmiede. Ganz kurz, kann ich auch sonst nichts bei dem machen. Der kleinste Hammer neben der Schmiede, da drüben, und das holt er sich nicht selbst, dieser Trickbetrüger. Ich sehe übrigens weniger Hammer, irgendwelche Ringe. Hä? Du hast nichts Interessantes gefunden. Das ist doof. Hallo, Schmied? Nö. So. Du hast den Hammer nicht gefunden? Hast du genau nachgesehen? Auf dem Tisch? Oder vielleicht darunter? Du hast nichts gefunden, sagst du? Merkwürdig. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie ein Werkzeug verloren. Spielt mir mein Gedächtnis auf meine alten Tage womöglich einen Streich, genauso wie meine Hufeisen. Die hast du auch vergessen. Ich bin ein alter Mann geworden, am Ende seiner beruflichen Laufbahn. Seufzt. Nee, finde ich das gut. Komm, hör auf, pack ein, ciao. Du willst mir kommen, nicht? Barbara, das ist einer der schlimmsten Tage in meinem ganzen Leben. Ich kann zum ersten Mal keine Bestellung nicht innerhalb der vereinbarten Zeit abliefern. Könntest du Jenna diese fürchterliche Nachricht übermitteln? Wir müssen eh dahin. Dass ihre Blumenkiste heute nicht fertig werden würde? Danke, Barbara. Du musst mich entschuldigen. Ich muss nun nach meinem Hammer suchen. Richte Jenna aus, dass ich es nicht ruhen werde, bis ich die Blumenkisten fertig habe. Das schwöre ich hoch und heilig. Wir haben hier jetzt die Quest, die haben wir doch eben schon gelesen mit den Blumenkisten. Ich erinnere mich. Erzähle Jenna, was passiert ist und bitte sie in meinen Namen um Entschuldigung, auch wenn ich weiß, dass sie die Schande nie wieder gut machen lässt. Nun muss ich mir überlegen, wie mein Leben weitergehen soll. Ich habe ja noch nicht mal einen Nachfolger für meine Schmiede gefunden. Ah, ist wirklich ein schwarzer Tag in meinem Leben. Alter, er schmeißt gleich das ganze Handwerk hin. Okay, zu Jenna wollten wir eh. Das heißt, wir können da mal getrost uns auf den Weg machen. Das ist, halt mal an. Da oben das, ne, das Popelsding da. Silverglade haben wir ja in der letzten Folge erst kennengelernt, ne? Mit dem geilen Schloss und so. Dann werden wir mal hinreisen. Und in der nächsten Folge sind wir dann da.